Nein, ich habe doch auf den Zusammenbaumodus geklickt. Der gleiche Fehler wieder passiert. Hallo und willkommen zur nächsten Folge, Folge Nummer 6. Ich bin der Schrobi, ich spiele Car Mechanic Simulator. Ich liebe dieses Wort. In der letzten Folge, Folge Nummer 5, hatte ich dieses Auto hier übrig gelassen. Hatte lieber so einen Oldtimer erledigt. Warum habe ich das getan? Weil hier, wenn ich jetzt gucke auf den Reparaturauftrag, das waren vier so Dinger. Das sah mir erstmal ein bisschen kompliziert aus und dachte ich mir, ach komm, das lasse ich mal sein. Da habe ich beim letzten Mal auch vier oder fünf Aufträge geschafft. Aber gut, fangen wir den an. Jetzt machen wir das hier. Also, ich brauche hier vier so Dinger. Dann habe ich die mal markiert. Ich glaube, das ist, warte mal, jetzt schauen wir nochmal rein. Hintere Domlage, Stabilisator, Radnabe, das ist, glaube ich, alles, was man irgendwie unten machen muss. Geh halt weg da jetzt. Hallo. Alter, so. Das ist mal so laut hier. So. Warte mal, ach, jetzt kann ich doch erstmal hier gucken. Werkzeugkasten. Schnelle Schrauben lösen. Möchtest du das wirklich? Ja. Will ich. Warte mal, was kann ich dann noch machen? Aber die XP behalte ich ja. Ach ja, ab 1000 Erfahrungen, da steht es, wenn ich mir die nächsten habe, steht es dann wieder da. Das habe ich jetzt gar nicht beobachtet. Egal. So, gut. Das war ja jetzt, warte mal. Hinterer, hinterer. Also gehen wir erstmal, fangen wir mal hinten an mit diesem Zeug da. So, okay. Hinterer Stabilisator und Domlager. Ja gut, das war ja wieder das Ding da, das hatte ich ja schon. Da muss ich jetzt wieder die ganzen Reifen erstmal wegmachen. So. Schauen wir mal, ob ich da irgendwie rankomme. Kann ich eh schon mal wegmachen. Gut. Aber um da. Erstmal das wegmachen, ne? Ja gut, da muss ich wahrscheinlich. Nein. Überhaupt wegmachen. Ich war gar nicht sicher, ob ich überhaupt die Reifen wirklich wegmachen habe müssen. Ja. Nein, Alter. Das ist jetzt alles raus. Jetzt kaufe ich das Ding neu. Ich schaue lieber nochmal nach. Hinterer Stabilisator, hinteres Domlager. Stabili. Hinterer Stabilisator, aber es ja. Domlager. Hinteres Domlager. Gut, da bauen wir den Scheiß ein. Aber ich schaue jetzt nochmal kurz. Radnabelager und Spurstange. Wo ist denn das eigentlich? Ist das da vorne irgendwo? Da. Und da. Okay, das ist alles hinten, vorne. Warte mal, jetzt machen wir hier. So. Das da reinbauen. Ach Kacke, jetzt habe ich das alte wieder eingebaut. So.
andere Seite. Gut, das scheint zu passen. Das habe ich jetzt alles, ne? Ja. Oh gut, jetzt müssen wir den vorne den Sums noch ausbauen. Ja, wie kriege ich das jetzt weg? Muss ich da wegbauen? Ja, wenn ich das sehen würde. Ja, ich glaube, da muss ich den Reifen wirklich jetzt auch weg. Ach, das sah wieder nicht so aus. Okay, das ist weg. Was war's? Hier. Okay. Jetzt ist jetzt raus. Sag mal. Natürlich, oder? Aber warum läuft es noch so gelb? Das ist ja auch nicht mehr da. Denn das leuchtet ja auch nicht so blau, meine ich, also halt. Das ist nicht mehr da. Ich glaube, das passt schon. So, jetzt brauche ich noch diese zwei Teile. Wie hießen die? Ich kann mir das kein nicht merken. Radnabenlager und Spurstange. Radnabenlager. Ja. Spurstange. Das ist ja alles billig hier. Ja. Alles so billig. So. Was muss ich da jetzt noch einbauen? Ja, noch hier an der Seite, ja genau. Na komm schon. Ich habe das gut so gemacht, dass ich das nicht in dem letzten Let's Play gemacht habe, weil das dauert ewig. Ja. Das ist wieder so ein Dings, wo du wieder Haufen Zeug auseinanderbauen musst. So. Wird es vorgegeben, ne? Basisfelge, da machen wir hier das rein. Alle Reifen jetzt weg. So. Schrauben, Schrauben. Okay. Jetzt ist noch die Frage, jetzt machen wir die Felgen noch hinten, das habe ich ganz vergessen. So, jetzt schauen wir mal, jetzt baue ich mal das alles an. Ich glaube, dann habe ich es eh, weil wenn ich die Reifen ranbaue. Ah, komm schon. Okay. Jetzt schauen wir mal Inventar, ob irgendwas noch fehlt, also irgendwas noch Gutes in gutem Zustand da ist. Nee. Ja, dann müsste der Auftrag fertig sein. Runterlassen. Dann schaue ich mal, was ich noch Schönes habe. Ja, das sieht doch gut aus. Ja,
Auch da gab's jetzt näher mit der Kohle. So, verkaufe ich erstmal den ganzen Scheiß hier. Dann kann ich hier verkaufe Schrott für 6 Euro. Okay, also er verkauft dann nur den ganzen Scheiß, was gar nichts mehr wert ist. Aber ja gut, aber das ist ja diese ganzen Altteile, warum soll ich denn die aufheben? Vielleicht sollte ich das mal probieren, so wie man es in jeder guten Werkstatt macht. Irgendwie ein altes Teil einbauen und dafür das neuere, das bessere, was besser in Schuss ist, noch behalten und verkaufen. Oder? Ja, nee. Aber das wäre was. So. Ich finde auch cool, dass man die alten Teile noch verkaufen kann und da ein bisschen was bekommt. So, jetzt haben wir mal hier Auftrag. So. Okay, die kann ich immer noch nicht machen. Fehlt mir immer noch ein bisschen Erfahrung, aber das geht gleich in der nächsten Runde oder so. Ersetze alle Filter, ja. Auftrag annehmen. Das hatte ich doch schon mal. Das geht recht fix. Ersetze alle Filter. So. Schauen wir den mal. Tun wir den mal weg. Und dann Bremsprobleme. Bremsprobleme. Was wird das sein? Was ist da? Bremsbeläge, Bremssattel. Der auf den rechten Heber. Gut, Kraftstofffilter, Luftfilter, Ölfilter. Ich kaufe die jetzt gleich, bevor ich überhaupt anfange. Wir suchen einfach nach Filtern und kaufen wir da alles. Ach Gott, ja. Ich glaube, Luftfilter gibt es nur einen. Kraftstofffilter gibt es auch nur einen. Und bei dem muss ich schauen, welchen ich brauche. Hätte ich doch erst schauen müssen. Naja, gut. Meine Werkstatt ist sehr gefragt. So, die Klammern hier. Dann darf ich nachher auch nicht vergessen, wieder ranzubauen. Nein, ich habe doch auf den Zusammenbaumodus geklickt. Der gleiche Fehler wieder passiert. Das ist mir erst letztens passiert. So. Gut. Warte mal. Das haben wir auch. Gut, jetzt müssen wir den noch hochheben. Geh mal weg, wie ich schon sagte, es ist sehr laut, damit es nicht so dröhnt. In meinen und in euren Ohren. So. Wo ist jetzt der blöde Ölfilter? Ja, ist doch schon blauer. Kaufe ich den mal gleich. Oh, guck mal, das ist wieder so ein komischer DLC-Auftrag. Das will ich ja gar nicht. Ich will kaufen. Zusammenbaumodus hier. Ja, fertig, ne? Abschließen. Das ist sehr günstig. Alle Filter wechseln. Ich glaube, wenn man dann in eine richtige Vertragswerkstatt geht, da zahlt man gleich mal das Doppelte. Mindestens. So, jetzt haben wir den hier noch. Schauen wir mal, das schaffe ich jetzt noch hier, oder? Motor wechseln. Aha. Okay. Ja gut, also ich muss an die Bremsbeläge ran. Dann muss ich ihn auf jeden Fall hochheben. Ohne wird es wohl nicht gehen. So, jetzt ist hier so ein bisschen. Jetzt muss ich hier kurz markieren.
Okay, jetzt schauen wir mal, welche Bremsbeläge meint er denn? Hier. Da vorne. Und hinten. Ja, Spitze. Ja, kaum kriege ich jetzt mal eine vernünftige Sicht. So. Okay. Das war nur das hier. Zwei Bremsbeläge und einen Bremssattel kaufe ich jetzt gleich. Zwei Bremsbeläge, einen Bremssattel. Zwei Bremsbeläge. Also wirklich so. Das ist unglaublich, muss ich wieder zurückgehen. Ja, mach halt jetzt. Zwei Bremsbeläge, ein Bremssattel. Okay, hinten sind dann die Bremsbeläge. Zwei Bremsbeläge. Bremssattel. So, okay. Dann baue ich den hier gleich mal wieder alles ran. Zack. Ja, wie neu. Dann machen wir hier. Die ganzen Schrauben wieder. Ja, so. Warte mal, das muss weg, ja. Da den alten wieder, oder? Ging auch relativ gut, ne? Ja, weg damit. Bisschen eintönig, ne? Überall das gleiche. Reifen wegschrauben, an den Bremsen rumfummeln. Und dann wieder alles ranschrauben. Aber so ist das halt manchmal in einer Kfz-Werkstatt. So. Gut. Passt, oder? Passt, oder? Das muss ich eigentlich nach drunter stellen auch. Und sich vom Auto erpressen lassen. Ja, sieht doch gut aus. Frag abschließen, ja, Baby. Dann haben wir doch schön Aufträge geschafft. Schau ich nochmal schnell, was so abgeht, vielleicht. Was man eventuell machen kann, also dabei der Oldtimer. Jetzt habe ich auch genug Erfahrung, genau. Das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge machen, denke ich mal, dass ich hier diese Bremssysteme, wo es repariert werden, mache. Auf jeden Fall. Mal gucken, was da abgeht. So. Dann haben wir hier noch den da. Ja. Routineprüfung und Reparatur des Fahrwerks. Schlüpfrige Lenkung. Hohoho. Das ist ja ein schlüpfriger Auftrag. Ja. Okay. Leute, das war's dann für die Folge. Ich danke euch fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, einen netten Kommentar, wie immer halt. Uns bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach Bye-bye zu sagen. Bye-bye. In der nächsten Folge. Muss ich das alles wegmachen oder wie? Das Problem ist aber, manchmal wird das immer so komisch angezeigt.